Die Ursache für den Großbrand im ostfriesischen Wittmund am Sonntag ist auch einen Tag danach noch unklar. Ein technischer Defekt ist denkbar. Am Sonntagmittag war der Elektronikmarkt Euronics abgebrannt. Verletzt wurde dabei niemand. Allerdings sollte der Markt ab 13 Uhr für einen Tag der offenen Tür geöffnet werden. Am Montag verschaffen sich nun Sachverständige und Versicherungen am Brandort einen Überblick. Die Schadenshöhe beträgt nach ersten Schätzungen weit über 1 Million Euro. Nach Angaben des Inhabers stehe das Wasser im Verkaufsraum und Warenlager bis zu 10 cm hoch. Was die Flammen nicht bereits beschädigt oder zerstört haben, haben Löschwasser und Rußpartikel zunichte gemacht. Computer, Laptops, Flachbildschirme, HiFi-Anlagen wurden komplett zerstört.